Es war die erste Nationalratswahl nach der Corona-Pandemie und sie hat das offenbart, was viele nicht wahrhaben wollten. Mehr als 4 Jahre nach dem Ausbruch der Pandemie sitzen die Verwundungen bei vielen Menschen immer noch tief. Vor allem bei jenen, die sich damals von der Regierung ausgegrenzt, vergessen und vernachlässigt gefühlt haben. Die Corona-Politik wurde so für FPÖ-Wähler zum zentralen Wahlmotiv, gleich nach dem Thema Zuwanderung, so die Daten des Meinungsforschungsinstituts OGM. Doch wieso hat sich das Land noch immer nicht erholt? Weil eine Aufarbeitung dieser Zeit nie wirklich stattgefunden hat, sagen Experten. Die Ergebnisse der damit beauftragten Kommission wurden schnell abgetan. Eine aufrichtige Entschuldigung fehlt bis heute. Wir werden daher die Zügel für die Ungeimpften straffer ziehen müssen. Ab morgen muss jede Bürgerin, jeder Bürger, jeder Mensch, der in Österreich lebt, sich klar sein, dass er von der Polizei kontrolliert werden kann. Gleichzeitig ist aber auch jetzt schon klar, dass dieser Winter und Weihnachten für die Ungeimpften ungemütlich wird. Getestet, genesen, geimpft und jetzt einfach im Stich gelassen. Gabriela Buchsbaums Liste an Diagnosen ist lang. Seit der zweiten Corona-Impfung im Juni 2021 zittert sie die ganze Zeit. Und nicht nur das schränkt sie im Alltag enorm ein. Sie ist eine Impfgeschädigte. Sie haben uns ja mehr oder weniger genötigt, impfen zu gehen. Und wenn du ein guter Bürger bist, dann geh impfen und dann sei solidarisch. Ja? Es gibt viele Impfschäden. Ja? Und jetzt werden wir noch bestraft dafür, dass wir den Impfschaden haben und niemand ist zuständig von der Republik Österreich. Also wie geht das, ja, in so einem zivilisierten Land wie Österreich? Ja? Vom Staat bekommt sie einen elektrischen Rollstuhl. Eine monatliche Entschädigungszahlung bleibt aus. Die bräuchte sie aber dringend. Es kümmert sich niemand. Gar nichts. Die FPÖ ist die Einzige, die sich darum kümmert, dass die Aufarbeitung stattfindet, dass die Impfschäden gehört werden und so weiter. Ja. Und ich kann das sehr wohl nachempfinden, dass die Leute die FPÖ gewählt haben. Und zwar 1,4 Millionen Menschen österreichweit. Darunter nicht nur Impfgeschädigte, sondern viele andere, denen die Maßnahmen und die Ausgrenzung damals zu weit gingen. Sie wollen Veränderung und wählen deshalb blau. Für jeden 5. FPÖ-Wähler ist die Corona-Politik der ausschlaggebende Grund. Auch für Sarah Leitner aus Kärnten. Man kann nicht alles richtig machen, aber irgendwann muss einmal der Punkt kommen, wo man sagt, okay, wir sind bis jetzt falsch gewesen. Wir müssen mal eine neue Richtung einschlagen und das haben sie nicht gemacht. Sie bestehen bis heute auf dem Ganzen. Und es ist gar nichts aufgeklärt worden. Es ist weder eine Entschuldigung gekommen, es ist eigentlich ja traurig. Sarah Leitner hat dem Rat der Regierung vertraut. Ihre damalige Entscheidung, sich impfen zu lassen, beeinflusst sie heute noch. Herzrasen und Taubheitsgefühle zählen zu ihren täglichen Begleitern. Man kann sich das so vorstellen wie nach einem Zahnarzt, wenn man Betäubung gekriegt hat, die letzten paar Minuten, wo es noch so ein dampftiges Gefühl ist. Das habe ich also. Ich habe es von der Nase her über die Wangen bis zum Ohr herunter, bis zu den Lippen und die Zungenspitze ist damit betroffen. Wann oder ob die Symptome je wieder verschwinden, kann kein Arzt ihr sagen. Man wird nicht ernst genommen. Schon gar nicht mit dem Thema Impfung und Corona. Bis heute nicht. Und sonst heißt es, war halt so schlimm, so in der Richtung, wo soll das schon gewesen sein? Hilflosigkeit in einer Zeit der Ungewissheit. Ein Stimmtreiber für die einzige Partei, die nicht auf die Impfpflicht gesetzt hat. Die Regierung beauftragt vergangenes Jahr ein Expertenteam mit der Aufarbeitung der Corona-Pandemie. Wir treffen Katharina Gangl. Sie ist eine der Wissenschaftlerinnen der Aufarbeitungskommission und erklärt uns, wie schwierig der Prozess war. Insgesamt habe ich den Eindruck, dass wir hier nicht mit irgendeinem Fehler zu tun haben, den man ausbessern kann, sondern bei vielen Menschen in Österreich ist ein Trauma entstanden. Das heißt in der Literatur kollektives Traumata. Und da hilft auch keine Aufarbeitung, nicht wirklich, oder auch keine Entschuldigung. Das ist so, wie wenn der Mörder ihres Sohnes sich entschuldigt. Das hilft ihnen auch nicht weiter. Ja? Das sind einfach so massive Verletzungen passiert, die nicht einfach aufgearbeitet oder auch wo keine Entschuldigung groß genug sein kann. Trotzdem, der Versuch einer echten gesellschaftlichen Aufarbeitung bleibt aus. Die Kommission zeigt sich enttäuscht, dass ihre Ergebnisse nicht breiter diskutiert werden.
Ich würde sagen, was die Fehler betrifft, gibt es eine Liste, die liegt sicher herum und da ist klar, was alles falsch gelaufen ist. Diese Listen gibt es schon, ja. Wichtig wäre jetzt, dass man eben dafür sorgt, dass bei der nächsten Krise diese nicht noch einmal gemacht werden, diese Fehler. Auf Entschädigungsleistungen warten viele Betroffene immer noch vergeblich. Psychiater Raphael Bonelli kann den Frust seiner Patienten nachvollziehen. Viele leiden noch immer unter der Ausgrenzung damals, ausgelöst durch eine Politik der Angst. Ich habe in dieser Zeit unheimlich viele Geimpfte und sonstig Diskriminierte betreut. Und was die mir Scheußliches erzählt haben von ihrer Dorfgemeinschaft oder von ihrer eigenen Familie, wo sie nicht zum Geburtstag ihres Vaters eingeladen waren oder ausgeladen oder wo sie ihre eigenen, was weiß ich, Kinder nicht sehen durften oder weil der geschiedene Partner eine Corona-Hysterie hatte oder was auch immer. Also diese Menschen, die sind so schlecht behandelt worden, dass die Täter das jetzt wegblenden. Wir fragen bei den damals Verantwortlichen an, mehrmals, und bekommen keine Rückmeldung. Entschuldigungen, die gibt es zwar vereinzelt, doch vielen Betroffenen sind sie nicht laut genug. Sie haben jetzt die letzten 2 Jahre Möglichkeiten gehabt und sie haben es nicht gemacht. Und einmal eine ehrliche Entschuldigung, eine offene, nicht nur, wir haben Fehler gemacht, sondern auch sagen, welche Fehler haben sie gemacht. Hätte man vielleicht gesagt, ja, seien wir nur menschlich, wir machen alle Fehler. Aber ich sage, wenn sie keine Einsicht haben, wieso soll man denen etwas glauben? Und wenn wieder sowas kommen sollte, man hat echt Angst, was dann passiert. Die Menschen spüren, dass das Thema nicht gerne gesehen wird. Und da wir in einer Zeit leben, wo man sich wirklich überlegen muss, was darf man sagen und was darf man nicht sagen, ist ein kritischer Gedanke über Corona noch nicht erwünscht. Es kommt langsam und es wird die Zeit kommen, wo wir das auch aufarbeiten werden. Da bin ich überzeugt. Wir haben ja auch alle möglichen kritischen Zeiten aufgearbeitet. Die Zeit wird kommen, aber die Zeit ist noch nicht da. Und bis dahin wird Gabriela Buchsbaum weiterhin versuchen, Kontakt mit Regierungsmitgliedern aufzunehmen, bis sie eine Antwort bekommt. Also das Kammer ist unentschuldbar, was sie mit uns gemacht haben. Und das Schlimmste daran ist eben, ja, wenn die Regierung oder der Staat Österreich hergegangen wäre und gesagt hätte, okay, wir haben die Impfung durchgeführt, die Leute sind impfen gegangen, jetzt haben sie Schäden, wir kümmern uns um die Leute, dann hätte das ein bisschen abgemildert. Ja. Da werden wir noch hingestellt, wir sind Simulanten, also was einem da unterkommt, das ist wirklich himmelhochschreiend. Und deshalb hat sie bei der Nationalratswahl den Freiheitlichen ihre Stimme gegeben, weil sie hofft, dass sich in Zukunft etwas ändert und die Pandemie tatsächlich aufgearbeitet wird. Thank you.